So Leute, bevor jetzt das Video anfängt, wollten wir noch ein kleines Gewinnspiel ankündigen. Was ihr gewinnen könnt, ihr könnt einmal diese Supreme Tennisbälle hier gewinnen. Noch Deadstock verpackt und so. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, schaut am besten in die Videobeschreibung oder auf unser Instagram. Unser Instagram ist einfach nur PreemTV_. Und ja, befolgt diese Steps und dann einer von euch kann diese Tennisbälle dann gewinnen. Und die Verlosung findet live bei 2000 Abonnenten statt, also abonniert kräftig und ja. Und jetzt viel Spaß beim Video. Dann die YSL-Jacke für 2000. Ja, die ist echt krank, also, aber das ist schon Retail, oder? Ja, Retail. Das sind Off-White Air Force, die habe ich von Grailed. Also 1200, denkst du, geht es so? Ist Resell, ja. Okay. Yo Leute, willkommen zum zweiten Teil von Wie viel ist dein Outfit wert auf der Sneakerness? Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und schaut euch einfach das Video an, genießt es, supportet die Schweizer hier. Und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut euch den ersten Teil auf jeden Fall auch noch an. Und viel Spaß beim Video, Leute. So Leute, wir haben jetzt hier einen richtig kranken Supreme Head getroffen. Woher kommst du und wie alt bist du? Ich komme aus Freiburg und bin 20. Okay, geil, Digga. Auch noch einer aus Bayern. Und ja. Ja, okay, einer aus Deutschland. Macht ja nichts. Fang einfach mit deinen Schuhen an. Die habe ich ein Jahr gesucht. Junge, hat er schon gesagt, wie er heißt? Ja, Felix. Ja, dann fang einfach mal mit deinen Schuhen an. Die habe ich eigentlich ein Jahr lang mal gesucht, habe sie von einem Kollegen für Deadstock, glaube ich, für 250 bekommen. Eigentlich relativ gut. Wenn man so Sneakerholics, oder? Nee, da bin ich raus. Okay. Von interner Gruppe. Okay, krass. Auf jeden Fall echt korrekter Preis für eigentlich so einen geilen Schuh. Ja, mach einfach weiter. Hose war bei uns in Freiburg in einem Local Store, das heißt Weir CPH, also ist so eine Underground-Marke bei uns. Okay. Sale für 30. Mhm. Dann den Pulli für 200. Aus welcher Season ist der? Ich glaube 2016, 2015, sowas. Ja. Habe ich auch damals für bekommen. Retail, oder? Nee, bisschen drüber. Okay. Und das Shirt war ein Geburtstagsgeschenk aus der Arakiri Season. Auch mal Grüße an meine Jungs. Bei dem Drop war ich in London. War auf jeden Fall jetzt nicht so gehypt, aber trotzdem, die Leute feiern. Die schönsten Shirts und der Pulli ist auch Hammer. Ja, den Hoodie hat ein Kumpel von mir gekoppt. Und ja, Cap ist auch Supreme, oder? Ja, das habe ich vor 1,5 Jahren auch aus dem Laden gekauft. Also okay. Ich zahle eigentlich ungern Resell. Ja. Und willst du noch dein Instagram oder sowas sagen? Ja, einfach nur Felix MYR. Okay, verlinken wir euch dann hier, Leute. Und danke fürs Mitmachen, gell? Ja, danke auch. Wir haben jetzt hier noch jemanden gefunden. Wie heißt du einmal und wie alt bist du? Mich, 18. Okay, fang einfach mit den Schuhen an. Ja, Resell, Kranik, 5600 dabei. Ja, welche sind es? Ja, Zebras, Easy Zebra. Okay, Hose? Ja, und dem. Und Bogo? CDG Supreme, geht für 1200 dabei. Für wie viel? 1200. 200? 1200. 1200 hast du gezahlt? Nein, ich habe 59 gezahlt. Nein. Wie viel hast du gezahlt? 950. Okay, also 1200, denkst du, geht es so? Resell, ja. Okay. Wie lange hast du das schon? Neujahr. 9 Jahre? Anfangsjahr. Ach so, okay. Das ist eins der krassesten Bogus, meiner Meinung nach. Und echt Respekt dafür. Thanks. Sieht echt fresh so zusammen aus. Willst du noch dein Instagram oder sowas sagen? Ja, fix mich mit 3. Okay, Leute, verlinken wir euch dann hier irgendwo. Danke dir noch fürs Mitmachen, gell? Safe, all geiles Style. So, wir haben jetzt hier die nächsten zwei getroffen aus der Schweiz, oder? Ja. Wie heißt ihr und wie alt seid ihr? Misha und ich bin 18. Noe und ich bin auch 18. Okay, fangen wir gleich mal bei dir einfach an, bei deinen Schuhen. Das sind Off-White Air Force. Die habe ich von Grailed für 750 Franken. Ja. Dann die Hose ist von H&M oder so, keine Ahnung. Dann das Supreme Tee von canbuy.ch für 100 Franken. Mhm. Und die Jacke ist von ASOS, 70 Euro oder so. Okay, und noch Off-White Belt, oder? Ja, genau. Off-White Belt von der Off-White-Seite.
für 150. Passt auf jeden Fall gut zu den Schuhen. Sie sehen echt noch clean aus. Hattest du die heute das erste Mal an, oder? Nein, irgendwie das siebte Mal oder so. Okay, dafür sehen die echt wie geleckt aus. Danke, Mann. Okay, ja, dann machen wir mal bei dir weiter. Also ich trage die Yeezy 350 Paraplack. Mhm. Das sind der 2016er Version. Die habe ich gekauft für 800, einer Schweizer Facebook-Gruppe. Die Hose ist keine Ahnung welche Marke. Und Hoodie habe ich ebenfalls aus einer Schweizer Facebook-Gruppe. Für wie viel? 1000 Franken? Okay, wie viel ist das in Euro dann? 800. 50. Ja, so okay, ja, auf jeden Fall sick. Und habt ihr heute irgendwas hier auf der Messe gekauft oder so? Die Royals Ones geholt von 2017. Mhm. Ja. Für wie viel? 250. Okay, wollt ihr noch Instagram oder sowas sagen? Ja, Granted Music. Okay, verlinken wir euch hier und bei dir? Prod by Aeon. Okay, verlinken wir euch auch hier. Danke fürs Mitmachen, Jungs, gell? Danke dir. Peace, man. Wir haben jetzt hier noch ein paar Jungs aus Zürich getroffen. Wie heißt ihr und wie alt seid ihr? Leroy, 16. John, 15. Okay, fangen wir gleich mal bei dir an mit deinen Schuhen. Off-White Air Force Ones. Habe ich hier gekauft für 900. 900? Ja, sie wurden einmal geused und ich hatte gedacht, ja, okay. Komm. Sehen echt noch clean aus. Ja, ja. Okay, die Hosen sind von meinem Vater, die habe ich gerade bekommen, aus ihm gestohlen. Ja. Den Gurt ist von einem Secondhand-Store, sind 20 Euro. Okay. Das T-Shirt von der Off-White-Seite selber, als es rauskam. Ja. Ist die Kollabo mit Champion, oder? Ja. Okay. 300. Die Tasche 400 von einem Secondhand Luxury Store. Und ja. Okay, ja. Und dann machen wir mit dir weiter. Genau, Free Throw Line 3er. Ich war am Campout, habe Retail bezahlt. Das war, glaube ich, 190. Dann die Hose ist von H&M, 20, 30 Franken, ich weiß nicht mehr genau. Dann der Gurt Louis Vuitton, 290, glaube ich. Dann das Tee habe ich 60 bezahlt. Dann der Rucksack 560. Zeig mal in die Kamera. Genau, das Bracelet auch aus Louis Vuitton selbst für 250, glaube ich. Dann die Ringe sind Erbstücke und die Chains 300 beide zusammen. Und noch 220. Sick Goyard Flex, oder? Okay. Wolltest du noch eure Instagrams oder sowas sagen, Jungs? Ja, ja, gern. Leroy.Khalifa, also Leroy.Khalifa. Ja. Verlinken wir euch dann hier und bei dir? Okay. Nicht? Okay, danke euch, Jungs, fürs Mitmachen, danke, ja. Danke dir. So, wir haben jetzt hier noch jemanden getroffen mit einem richtig kranken Outfit. Wie heißt du einmal und wie alt bist du? Ich bin 17, Ramon Weber heiße ich. Okay, nice. Fang einfach mal mit deinen Schuhen an. Es sind Off-White Blazer, die habe ich für 600 von einem Freund gekauft. Okay. Dann das sind YSL Pants, die habe ich für 500 gekauft bei Farfetch. Dann ein Zara Hemd für 40 von meiner Freundin bekommen. Dann die YSL Jacke für 2000. Das ist diese Beer Jacket da, oder? Genau. Ja. Ja, die ist echt krank. Also, aber das ist schon Retail, oder? Ja, Retail. Okay. Von einem Store aus Zürich. Okay, krank. Dann meine Glasses sind 60 Franken, nur von, also nichts Spezielles. Sehen aber echt geil aus und passen auch gut zum Outfit. Was sind das für Chains da? Das ist eine Thomas Sauber Kette. Mhm. Und das ist auch eine Thomas Sauber Kette im Wert von etwa, ja, beide zusammen 200. Okay. Dann habe ich noch, ja, drei Ringe, ein Thomas Sauber für 200. Nochmal ein Thomas Sauber für 150 und ein Chrome Hearts für 350. Und ja, das krank. War's. Wie bist du jetzt auf die Marke so bei Accessoires gekommen und so? Einfach aus Kollegen. Aha. Oder von halt den Shops in Zürich. Weil die sehen echt geil aus und normal ist es ja so eine Frauenmarke, oder? Ja, das stimmt, ja. Okay, also sind die eigentlich für Frauen? Ja, also ich finde nicht. Ich finde, es geht für beides. Sie sehen echt geil aus und dein Outfit matcht auch krass so mit der Jacke und den Schuhen. Und willst du noch dein Instagram oder so sagen? Ja, auch Weber Ramon, ganz einfach. Okay, Leute, verlinken wir euch dann hier. Du kommst aus Zürich, oder? Ja. Supportet ihn auf jeden Fall und danke fürs Mitmachen, gell? Danke.
So Leute, das war's jetzt mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, euch haben beide Teile gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was wir noch besser machen können. Und abonniert uns, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr auch zu verpassen. Vielen Dank noch für den Support und wir haben endlich auch die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Und bis zum nächsten Video, Leute.